Hallo Leute, in meinem letzten Unboxing ging es ja hauptsächlich um den Putzkasten für Amira. Und da sie erst 2,5 Jahre ist, ist es mir so ermöglicht, dass ich Schritt für Schritt nach Ausbildungsstand mir die Sachen nach und nach holen kann, sodass es nicht auf einmal so teuer ist. Und ja, jetzt könnt ihr ja sehen, was ich mir diesmal bestellt habe. Das Paket ist ein bisschen länglich und ich mache es jetzt einfach mal auf. Ach, ich habe gar nicht gesagt, wo ich bestellt habe. Dieses große Paket habe ich bei Löstau bestellt. Wie meinen Putzkasten auch. Ja, stimmt. Genau, stelle ich das mal auf den Boden. Als erstes haben wir hier ein Longiergurt. Amira ist noch nicht anlongiert, sie ist auch noch relativ jung. Deswegen ich noch nicht weiß, wie und wann ich das mache. Aber ich wollte einfach mal den Longiergurt kaufen, damit wir einfach langsam anfangen können, dass sie einfach mal einen Gurt auf dem Rücken und eventuell dann halt mal um den Bauch drumherum akzeptiert. Außerdem waren gerade Prozente bei Löstau, weswegen er günstiger war. Das ist die Größe Vollblut. Ich hoffe, ihr passt. Ich habe den Bauch vermessen und war mir nicht sicher, ob das jetzt besser gewesen wäre, größer oder kleiner. Aber ja, man kann es ja zurückschicken, falls es nicht passt. Es ist ein bisschen gepolstert und mir war halt wichtig, dass es viele Ringe hat, damit man irgendwann mal, wenn man es braucht, Ausbinder dran machen kann und die halt großflächig verstellen kann. Und ja, ich werde einfach mal gucken, ob es ihr passt. Genau. Die Preise werde ich einfach auch wieder unten verlinken. Die habe ich jetzt nämlich nicht auswendig. Dann haben wir hier eine Longierpeitsche. Ich mache ja gerade das Longierabzeichen. Und deswegen war es mir auch wichtig, eine Teleskoppeitsche zu kaufen. Weil ich es damit halt jetzt einfach gelernt habe und ich die eigentlich auch praktisch finde. Da zieht sich schon von alleine auseinander. Hängt fest. So. Also hier ist der Schlag. Der ist ein bisschen komisch, finde ich. Es ist kein Lederschlag, aber man kann es selber was anderes dran machen. Ich gucke jetzt einfach mal. Wie gesagt, sie ist noch nicht anlongiert. Und ja, sie ist sehr lang. Und man kann hier dreimal. Er geht nicht mehr andersrum. So, ich baue jetzt hier eben was in meinem Zimmer ab. So, also, ja, ich hatte jetzt schon ein paar Longierpeitschen in der Hand und ich finde, die liegt ganz gut, ist nicht allzu schwer. Wenn ich das richtig im Kopf habe, heißt die Horse Friend Teleskoppeitsche, aber ich werde das natürlich auch nochmal verlinken. Aber so mein erster Eindruck ist eigentlich ganz gut. Warte, hier, John Webb. Peitsche. Teleskoppeitsche mit Golfgriff. Größe 300 in schwarz. Ah ja, hier steht Horse Friends. Ich hoffe, es fokussiert. Genau. So, und dann habe ich noch
noch, weil jetzt die dunkle Jahreszeit ist und ich langsam mit Amira anfangen möchte, spazieren zu gehen, habe ich mir Reflektoren gekauft. Einmal für Trense ist das, aber ich hoffe, es passt auch ums Halfter, weil Amira noch keine Trense hat. Die sind hier auch schön gepolstert und mit Klett. Also ich denke, das müsste auch ums Halfter drumherum passen. Und hier habe ich noch für den Schweif, also das hier vorne und hinten reflektiert, ein Schweifschoner. Der hat hier Bändel. Vielleicht kann man das dann nochmal festbinden, damit es besser hebt. Ansonsten wüsste ich nicht, für was die da sind. Aber ja, ich guck mal, wie sie reagiert. Weil das muss man natürlich auch erst dran gewöhnen. Kennt ja noch nicht. Auch Gamaschen oder so kennt sie noch nicht. Und ja, das werde ich mal ausprobieren. Die Batterie noch? Die geht bald aus, naja. Habe ich mir noch was bestellt. Eigentlich auch unnötig, weil ich es noch nicht brauche. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe nämlich bei meinem Seminar zum Longieren diese Ausbinder kennengelernt und ich fand die total cool. Die sind aus Nylonfaden geflochten oder so und haben hier solche Löcher drin, sodass man das ganz unterschiedlich einstellen kann nach Länge. Ich hoffe, es ihr passt. Ich muss natürlich jetzt ausprobieren von der Länge irgendwie, ob es überhaupt passt. Sonst muss ich es natürlich zurückschicken. Aber ich finde die total cool, weil die kann man als normale Ausbinder benutzen, also einfach, oder als Kreuz, Dreieckszüge. Und ja, also eigentlich glaube ich, kann man jegliche Ausbinderarten mit denen machen. Ist natürlich je nachdem etwas schwieriger, aber es ist möglich. Und ich fand es einfach cool, da man das halt auch unterschiedlich verstellen kann. Sie sind ein bisschen elastisch, aber nicht zu elastisch und auch nicht starr. Und ja, wir haben mit denen im Seminar gearbeitet und ich fand die cool, deswegen musste ich die mir einfach bestellen. Genau. Die Batterie von der Kamera hat zum Glück noch gereicht. Ich hatte vorhin ein bisschen Probleme. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Unboxing oder bei anderen Videos. Tschüss!